Hallo zusammen und willkommen zur allerersten Ausgabe Play Store Check. Bisher habt ihr hier auf Dialautomat ja nur den App Store Check gefunden zum Thema iOS und jetzt ist auch endlich Android dran mit dem Play Store Check. Und natürlich widmen wir uns hier auch der Kategorie Spiele. Wir reden noch nicht lange drum herum und steigen direkt ein. Boop. Spiele und entschuldigt bitte meine noch etwas knarzige Stimme, aber das Wochenende war hart, nicht im Sinn von Feiern und Saufen, sondern es gab tatsächlich etwas viel zu arbeiten und deswegen, naja, klinge ich auch heute am Montag noch so. Im Play Store funktioniert das Ganze ja ein bisschen anders und zwar bei iOS haben wir eigentlich nur drei Kategorien. Die Top kostenpflichtig, Top kostenlos und die umsatzstärksten und hier gibt es ja neben Top kostenpflichtig, Top kostenlos und umsatzstärkste bzw. erfolgreichste auch Top kostenpflichtig neu und Top kostenlos neu. Das macht es natürlich auf der einen Seite einfacher, weil man hier immer die neuesten Apps sich anschauen kann, die gerade von den Usern genutzt werden, runtergeladen werden, hat aber auch eine allgemeine Übersicht, was gerade Evergreen oder Everburner im Play Store so herumfliegt. Und da dachte ich mir, da wäre es natürlich geil, wenn man sich einfach mal allen Kategorien widmet. Beziehungsweise diesen Kategorien und diesen erstplatzierten Games und nicht Apps, die man vielleicht noch nicht kennt. Und in dem Falle Quizduell, na gut, nennen wir es auch mal Game, aber kennt ja mittlerweile jede Sau. 2048 Number Puzzle Game kann man nochmal reinschauen. Clash of Clans kennt ja mittlerweile auch jeder Sau. Und Amazing Spider-Man 2 und Wer wird Millionär 2014. Nun ist natürlich die Frage, lohnt sich dies hier sich mal anzuschauen oder ist es vielleicht auch interessanter zu gucken, was The Amazing Spider-Man 2 oder Wer wird Millionär 2014 Neues zu bieten haben, denn das hier sind ja eigentlich zwei bekannte Titel und Marken, die man ja immer wieder gerne mitverfolgt und immer wieder gerne nachschaut, was sich hier wohl so getan haben mag, gerade bei Wer wird Millionär als auch uralter Evergreen. Und deswegen für die erste Ausgabe wäre es vielleicht ganz schön, wenn wir uns tatsächlich nur mal auf topkostenlos neu und topkostenpflichtig neu beschränken. Und dann für die nächsten blättern wir auch durch die restlichen Kategorien, um auch ganz genau immer auf dem neuesten Stand zu sein. So, steigen wir also ein mit Wer wird Millionär 2014 von Hanno Apps. Screenshots. Mehr als 1000 Fragen aus über 15 Themenbereichen. Falls du nicht weiter weißt, benutze einen Joker. Frage richtig beantwortet, auf zur nächsten Stufe. Wähle zwischen 50-50, Publikums- oder Telefonjoker. Okay. Über 100.000 Downloads, 2650 Bewertungen, 3,6 Megabyte und... da. Schaffst du es bis zur Million? Spiele jetzt Wer wird Millionär, die kostenlose App für jedes Alter. Überprüfe dein Wissen wie im Original mit über 1000 Fragen aus verschiedenen Themengebieten, wie zum Beispiel Computertechnik, Essen, Trinken, Film, Fernsehen, Fremdwörter, Geografie, Geschichte, Kunst, Literatur, Musik, Politik, Wirtschaft, Sport. Zeig deinen Freunden in unserer Online-Highschool-Liste, dass du der Bessere bist. Stündlich, täglich, Alltime für deutsche Spieler, bla bla bla. Erfahrungsberichte von Jimbo Jones, verbesserungswürdig. An sich ist die App ganz okay. Was ich zu bemängeln habe, wäre zum einen, dass die Fragen für die Geldstufe manchmal deutlich zu schwer sind. Jessica, cool, cool, cool und so weiter. Kirsten, geil, wieso geil es mein Wissen steigert. Also für die leicht lernen wollen, ist es hervorragend einfach nur geil. Ja, Tor, kauf dir erstmal eine Tüte. Deutsch. Dann lass doch da direkt mal reinsteigen. Wer wird Millionär 2014? Ist es eigentlich lizenziert? Neues Spiel. Werbung erstmal. So, neues Spiel. Welche Marke wirbt mit die längste Praline der Welt? Duplo. Ja. 50 Euro. Man fliegt einfach mit ins Spiel rein. Okay. Was Bauer nicht kennt, das isst er nicht, trinkt er nicht, gibt es nicht, will er nicht. Ach, scheiße. Ist er nicht. Ja. Aus welchem Land stammt die Sachertorte? Sachertorte. Oh, Österreich oder Schweiz? Oh, Schweiz. Verdammt, Österreich. Leider falsch. Und schon verkackt und ich habe hier unten nur 4 lieblos hingeklatschte App-Symbole, um es zu teilen auf Plattform. Wow, das ist Wer wird Millionär 2014. Also das Original Wer wird Millionär war ja schon echt ein Knüller und das hier ist ja eigentlich ein Riesenhaufen Kack. Für kostenlos, naja, wer es unbedingt will, der kann sich das mal reinziehen. Deswegen schauen wir uns jetzt mal an, unter Top kostenpflichtig neu, The Amazing Spider-Man 2. Natürlich von Gameloft, wie sollte es auch anders sein, so wie früher sich Kollegen wie LJN immer die Lizenzspiele dazu unter den Nagel gekrallt hat und rausgebracht hat, ist es nun heutzutage scheinbar Gameloft für die mobile Plattform, aber hey, solange es funktioniert und gut aussieht, beziehungsweise nach manchen Meinungen nach, ist es ja alles in Ordnung. Offizielles Spiel zu The Amazing Spider-Man 2 Rise of Electro
New York in spektakulärem Open-World-Design, verheerende Combo-Angriffe und Moves, über 100 Events mit actionreichem Gameplay, 6 legendäre Schurken des Marvel-Universums und wieder von Anfang an. Über 10.000 Downloads bei 5.769 Bewertungen, 1,2 GB und man kann Erfolge freischalten. Hinweis: Note, zum Spielen wird eine Internetverbindung benötigt. Oh, komisch. Spiele als Spider-Man in diesem actiongeladenen 3D-Open-World-Abenteuer voller Verbrecherjagd und Nonstop-Action und stelle dich zu einer größten Herausforderung. Das offizielle Spiel zum Film, amazing, bla, innovatives Spielerlebnis, intensive Kombokämpfe, besiege Spider-Mans größte Feinde, ja. Für Fans von Action-Spielen, Kampfspielen, stimme auf Facebook mit gefällt mir, besuche dies und das und jenes, verkaufe deine Seele dies und das und jenes. Nico Lurch. Nein, hat mir die App gekauft, geöffnet und es kackt ab in der ersten Mission ab. Voll doof, zudem läuft es überhaupt nicht flüssig. Armored Bale laggt. Dieses Spiel laggt übelst, Leute, und es nervt. Ich kann mir den Starlet Spider-Anzug nicht holen. Kein Plan, warum. Shop öffnet sich nicht. Bugs. Konnte nicht lange das Spiel ausprobieren, weil ich im Tutorial aus dem Spiel rausfliege. Oh, ich bin sehr gespannt. Öffnen! Zum Schließen des Bilds von oben nach unten wischen. Nein. Vollbits. Benötigte Dateien werden geprüft. Lizenz wird geprüft. Wie? Darf man auch nicht mehr piratieren? Illegal runterladen? Marvel. The Amazing Spider-Man 2! 6%. 13%. 45%. Ah. Wo ist eigentlich der Ton hin? Ah. Das heißt, Wer wird Millionär hatte gerade gar keinen Ton. Von sich aus, von Haus aus. Ha! Allein, ein gescheiter Gerät, der Brotfeier, der ist vorsichtig auf der Hausdecke geworden, geeignet gesichtet. Okay, cool. Oh, Spidey, du mit deinen Witzen. Ist es schon in-game oder ist es gerade noch ein Video von einer. Nee, ist schon in-game. Oh, Berühre den Bildschirm hier, um zu springen. Halte den Bildschirm hier, um ein Netz zu werfen. Yeah. Okay. Und das heißt, ich lasse los und schwinge mich bis zum blauen Abschnitt. Oder auch nicht. Was mache ich jetzt eigentlich? Ach so. Ich hangel mich zurück und soll dahin. Okay, verstehe. Yeah. Berühre den Bildschirm hier, um den Kampf zu starten. Boom. Okay. Benutze das Visual schon immer nicht so mehr. Ach so, das wird natürlich jetzt angezeigt. Ja. Netzsymbol. Nahkampfsymbol. Okay, Netz. Das heißt, erfolgreicher Konterangriff kann Feinde schocken, wodurch sie leichter zu betäuben sind. Jetzt hat doch hier eigentlich. Ah, witzig. Also. Warum geht das nicht? Das heißt, ich kann hier nur. Ach so, das ist nur der Konter-Move. Das heißt, hiermit muss ich dann nah. Ah, okay, verstehe. Derbe Kombo mit den Füßen in die Fresse und BOOM, weg. Ist das denn schon erlaubt? Völlig übertrieben. Mortal Kombat, finish him. Pff. Überhaupt nicht übertrieben. La, 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 la. Genau, Spider-Man ist eine. Derbs unfassbar coole Sau. Okay, nein. Okay, also ich muss schon sagen, die. Also so. Allgemeine Performance ist schon etwas lame. Ich hoffe mal nicht, dass es jetzt an der Aufnahme parallel liegt, aber flüssiges Spielerlebnis ist es jetzt nicht, ist schon laggy. Na, 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 so. Ja, noch jemand? Nö, der ist jetzt hier eingewichst in. Was? Lastwagen. 20, 19, 18, wo ist denn hier? Was für ein Lastwagen? Ach so. Und da steht Polizei. Batman! Beziehungsweise Trollknoll. Für den Roboter. Ach man, naja, ihr habt ja gesehen. So läuft derweil The Amazing Spider-Man 2.
es hat, also komm, es gibt ja die Spider-Man-Titel für Konsole, PC und Mobile ja schon in diversen Ausführungen und es ist ja eigentlich vom Ding her immer wieder das Gleiche, nur mit anderen Missionen, anderen Gegnern, anderen Sprüchen und es ist ja trotzdem immer das Hin- und Her-Hüpfen. Und ob es wirklich Open World ist, könnte man ja eigentlich mal probieren, oder? Aber ich habe dazu ehrlich gesagt auch gerade gar keinen Bock. Aber das könnt ihr jetzt ja herausfinden, indem ihr euch vielleicht in den Play Store schwingt und für 4,49 € derweilen das Spiel aus dem App Store besorgt. Ist natürlich eine ordentliche Stange Kohle, definitiv. So viel also meinerseits zu den beiden Games, The Millionaire 2014 und The Amazing Spider-Man 2. Wir sehen uns spätestens zum nächsten Play Store-Check wieder. Ansonsten vergesst natürlich auch nicht, den App Store-Check euch mal anzuschauen. Und wir sehen uns also in den nächsten Tagen wieder. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.